Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier endlich zurück bei Titanfall 2. Ich hatte ja die Tage ein Video gepostet, warum keine neuen Folgen kamen. Das lag daran, weil es ein Problem mit den Save Games gab. Und zwar wurden die Checkpoints bei mir nicht gespeichert, was ein bisschen doof war. Denn ja, somit musste ich die ganze erste Mission bis zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgehört hatten, nochmal spielen. Aber das ist kein Problem. Ich steige heute sogar schon ein bisschen früher ein. Denn wie ihr hier sehen könnt, habe ich den zweiten Helm gefunden. Das ist jetzt einfach nur so ein kleines Collectible. Aber ich wollte natürlich auch den ganzen Start des Titan einfach nochmal mit zeigen, dass wir da einen sauberen Übergang haben. Seht es also als so eine Art, was bisher geschah. Ihr kennt das ja. Okay, ja, Titanfall 2, wir sind hier auf einem Planeten gestrandet. Wir sind in einem erbitterten Krieg, in dem befinden wir uns. Und unser Hauptmann, Captain Lastimosa, der ist leider gefallen und wir müssen jetzt seinen Titan übernehmen und das machen wir auch. Dafür müssen wir ihn allerdings erstmal finden, also den Titan, der liegt da vorne irgendwo rum und da machen wir uns gerade auf dem Weg hin. Das Gute ist, dadurch, dass ich es alles nochmal spielen musste, konnte ich die Steuerung nochmal ein bisschen üben, was, wie ihr seht, echt wunderbar funktioniert. Also 1A mal wieder Hyuga Power hier am Start. So, man muss diesen Doppelsprung ein bisschen timen. So, da hinten ist auch schon unser Titan. Ein paar nervige Drohnen sind nervig. Oh, oh. Der Titan wird beschossen. Ah, wir müssen einfach erst das Gebiet sichern. Stimmt, so war das. So, kurz ein bisschen Deckung suchen. Oder wir überraschen den Gegner einfach von hinten. Hallo. Hallo, ey, wo bist du? Ich glaube, der hat das gleiche vor wie ich. Aber ich bin ganz leise. Der hört und sieht mich nicht. Okay, gut, dann doch nicht leise sein. Granate für dich. Sehr nice. IMC-Speerdrohne. Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Neuralverbindung muss umgehend hergestellt werden. Installieren Sie die letzte Batterie. So, dann kann es jetzt ja gleich losgehen. Volle Energie. Wir müssen erst eine Neuralverbindung herstellen, Pilot. Bitte einsteigen. Na, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Und somit werden wir Pilot eines Titan. Okay. Und erstmal schon mal ganz wild alle Knöpfe hier Protokoll gedrückt. 1, mit Pilot verbinden. Stelle Neuralverbindung her. Neuralverbindung hergestellt. Schütze Jack Cooper. Sie wurden als Interimspilot von BT-7274 bestätigt. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Achtung, feindliche Einheiten nähern sich. Protokoll 3. Den Piloten beschützen. Initialisiere kritische Systeme. Treffen mit Major Anderson. Online. Der Vortex-Schild absorbiert Projektile und Raketen. Lassen Sie die Taste los, um absorbierte Objekte auf den Gegner zurückzuwerfen. Das ist so cool. Pilot, die Echolight-Kapsel ist online. Diese auf der Schulter montierte Raketenbatterie erfasst mehrere feindliche Ziele. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto mehr Ziele werden erfasst. Jaha! Verbindung abgeschlossen. Waffensysteme und Bewegungssteuerung reaktiviert. So Jungs, jetzt geht's hier richtig los.
feindlicher Titan vorgeordnet. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bereit machen. Ich bin immer bereit. Und du bist dir sicher? Vertrauen Sie mir. Ja, an der Stelle haben wir beim letzten Mal Schluss gemacht. Das heißt, wir sind jetzt wieder voll im Spiel. Also irgendwie komme ich mir gerade vor, als wäre ich hier so ein bisschen in den Dschungel geschickt worden. Ich glaube, da lang ging's. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen falsch gelaufen. Ach, da ist der feindliche Titan. Komm, dreh dich um, schieß auf mich. Nicht schlecht, Pilot. Nicht schlecht. Feindheiten zerstört. Gute Arbeit, Pilot. Unsere Kampfeffizienz hat sich erhöht. Pilot, ich orte weitere Bergungsteams der IMC. Unsere einzige Überlebenschance ist die Fortsetzung der Mission. Wir müssen zu Major Anderson. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Markiere hart. Ach, jetzt doch hier hinten rein. Wir müssen uns beeilen. Dieser Titan, BT-7274, sagt, ich wäre sein Interimspilot. Ob ich dafür bereit bin oder nicht, ich muss das hinkriegen, sonst bin ich tot. Meine einzige Überlebenschance besteht darin, Lastimosas ursprüngliche Mission fortzusetzen. Das bedeutet ein Treffen mit seinem befehlshabenden Offizier, Major Anderson von der Special Recons Schwadron der Miliz. Noch 60 Klicks. Was bedeutet diese 60 Klicks? Blut und Rost. Weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Bahne dir einen Weg zum Treffpunkt. Hier ist Bomber 3-2. Wir haben hier unten schwere Verluste. Wir bitten dringend Unterstützung. Wir haben schwere Verluste. Okay, du bist dann wohl ein Freund. Wir müssen da dann jetzt runter. Ist das hier Blut? Ist das BT? Schön, Sie zu sehen. Wir können Hilfe brauchen. Melissa ist arrested in Sicht. Scheißart. So, machen wir erstmal ein paar Titans fertig. Huha! Ah ja, hier kriegen wir noch eine Batterie. Ach, und so steigen wir dann aus. Alles klar. Übergebe Steuerung an Piloten. Okay, hier kann man also auf dem Weg immer wieder Energie für den Titan finden. Dass du mich bist, du Null. Hast du mich gerade Null genannt? Einfach mal ein Schild aufgebaut. Notfall. Er bitte Unterstützung feuern. Das wird dir nicht mehr helfen. Ein bisschen Nahkampf-Action. Ah ja, Sprengsystem. So, Ersatzbatterie haben wir. Ah, die können wir uns auch aus besiegten Titans holen. Wir sind
So, ich sammle jetzt erstmal ein paar Batterien auf. Ich glaube, das ist ganz praktisch, bevor wir hier nämlich dann gleich einfach zerschossen werden. So, da unten war noch eine, dann sind wir nämlich wieder voll. So, Energie bei 100%. Vortex-Schild, Energie, Rauch, Sprengsystem. Ah ja, okay, gut. Das ist dann der Energierauch. Das sieht echt aus wie Blut hier, ne? Aber ich glaube nicht, dass das Blut ist. Das ist eher Rost. Rostiges Wasser. Zeiten der Wenger-Klasse in Sicht. Ah ja, Vanguard heißt auf jeden Fall. Ein Auge zumachen, wäre das besser. Vanguard heißt, dass er ein bisschen beweglicher ist. Aber auch nicht sonderlich. So, wir brechen durch. Das? Ein neues Loadout. Ah ja, jetzt haben wir Tone. Das hochentwickelte Design dieser Titanwaffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Okay, das klingt ja auf jeden Fall schon ganz praktisch. Glück ist hier alles groß genug, dass ich mit meinem Titan einfach durch kann. Salvensystem bereit. Und Salvensystem. Wow. Einheiten zerstört. Ah, okay, so geht das. Einheiten zerstört. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Verlasse den BT und gehe in den Kontrollraum. Okay. So, jetzt muss ich wieder zu Fuß unterwegs sein. Oh Gott, das ist Säure. Das ist Säure. Ach du Schreck. Uah. Hi Jungs. Boah, Fick. So ein Fick. Vorsicht, Giftmüll kann schwere Verletzungen in den Tod nach. Deshalb ist das Tragwerk von antibiotischer Einhaltung obligatorisch. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, hier hinten durch. Hörte sich an, als ob die auf mich schießen. Ah, hier kommt man auch von hier aus rein. Ah ja, okay, das ist nur so eine Art... so eine Art Mannschaftsraum. Alles klar. Ah.
es hat sich gerade so richtig taktisch angefühlt. Sonarimpuls aktiviert. Ich wiederhole, Feindpilot in unserem Sektor. Hab das Ziel verloren. Alter, wie oft kann man nur daneben schießen? So. Ne, eine Pumpgun will ich jetzt eigentlich nicht. Ja, aber ist wahrscheinlich von der Munition her gerade so das Beste. Wie kann man hier bitte nochmal die Missionsdetails sehen? Tastenbelegung. Man konnte sich doch sein Ziel nochmal anzeigen lassen. Ach, mit Tab. Okay, doch. Ich hatte vorhin schon mal Tab gedrückt und da hat es nicht funktioniert. Also nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber wir müssen da vorne irgendwie hin. Ach, da hinten rein müssen wir. Okay. Ach ja, guck mal da oben durch. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Okay, da unten ist dann wohl niemand. Yeah, ich habe mich selbst getötet. Bitch Boy. Okay, das war jetzt peinlich. Ach nö, die ganze Stelle jetzt nochmal hier. Na gut, bin ich ja auch selbst dran schuld, muss man sagen. Ja, diesmal bin ich hier so ein bisschen henkermäßig unterwegs. Einfach mal totgehauen. So. Aber jetzt wissen wir ja, wie wir hier laufen müssen. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Gibt's hier eigentlich sonst irgendwas Spannendes, wenn wir hier schon mal so freie Fahrt haben? Nö. Einfach nur diese Bedienkonsole hier. Na gut, dann bedienen wir sie. Überbrückung aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Warnung. Toxische Dämpfe in Hauptkammer eingeleitet. Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Wir müssen uns trennen. Trennen? Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Alles klar, BT. Du aber auch. Verstanden, Pilot. So, ja, damit wären wir jetzt praktisch im Inneren der Anlage und wir müssen einen Weg zurück zu BT finden. Und das machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass ihr die Wartezeit überstanden habt, ausgeharrt habt. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder regelmäßiger Videos zu Titanfall 2. Ich finde das Spiel nämlich mega cool. Ich hoffe ihr auch. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.